So, und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Super Mario Makers mit mir, dem Le Copa. Ja, im ersten Part habe ich euch schon gezeigt, was dieser Level-Editor so alles kann. Heute werden wir, wie angedroht, die 100 Mario-Herausforderungen uns annehmen. Das heißt, wir werden 8 Level am Stück spielen, die von der Online-Community gestaltet wurden. Genau, danach werden wir auch noch meine Level spielen, das heißt, wir werden jetzt 4 von dieser 100 Mario-Herausforderungen spielen, dann werden wir meine Level spielen, die möchte ich euch mal genauer zeigen, und dann werden wir die restlichen 4 spielen. Ich bin gespannt, was passieren wird, und heißt es jetzt eigentlich Level oder Levels? Da haben mich einige drauf hingewiesen, ich habe nochmal im Duden nachgeschaut, es ist eigentlich relativ Wumpe, wie man es nennt, da das S da auch in Klammern steht, also denke ich mal, dass es relativ, es ist wirklich egal ist. Trotzdem, für alle Leute, die meinten, ich sollte mal zum Logo-Dingenskirchen gehen, die sollten sich mal an ihre eigene Nase packen. So, ich drücke mal auf neues Spiel und wir müssen natürlich Prinzessin Peach retten, die dieses Mal entführt wird von 2 Goombas. Ah ja, das muss man auch erstmal schaffen. Ich denke mal, dass es im Super Mario Maker 2, dass es die da ebenfalls wieder entführt wird, und zwar von einer Münze. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, das kriegt diese Olle auch hin. Also, wir fangen direkt an mit dem ersten Level von Fenrir Royal Garden. Okay, 100 Leben haben wir und da bin ich mal gespannt, was hier so abgeht. Wir spielen jetzt im einfachen Modus. Ist aber schön designt hier, um ehrlich zu sein. Da hat ja einer echt hier auf diese Blümchen geachtet, ne? So, so, mal gucken. Also es ist, wie gesagt, die einfache Spielstufe, die wir hier spielen werden. Ich dachte mir, weil da auch manchmal ein paar etwas schlechtere Level dabei sind, dass dann meine Level mehr glänzen. Deswegen war das schon, das ist alles hier geplant und gedacht. Und außerdem ist natürlich hier auch, außerdem werden wir natürlich auch die Frage des Tages mal wieder stellen. Die kommt natürlich auch dann nachher noch. So, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was da rauskommen wird. Also ich werde da wieder eine Frage hier generieren lassen. So, mal schauen. Zack. Sieht aber eigentlich ganz nett aus. Ist also wahrscheinlich ein etwas einfaches, aber dennoch schönes Level. So, einfach mal. Ach komm, die Blöcke braucht doch eh kein Mensch. So, auch wieder sehr viele Wege, die man hier ausprobieren kann. Hier scheint das Level vorbei zu sein. Das heißt, man kann hier wahrscheinlich einfach runterspringen und zack. Oh, guck mal hier, das soll wahrscheinlich noch so ein Blumenbeet zum Schluss sein, ne? Das sieht ja auch sehr schön aus. Ja, tolles Level. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Könnte eigentlich auch glatt in irgendein Spiel übernommen werden. Vielleicht wirklich als zweites oder drittes Level oder sowas, weil ich meine, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz, aber ansonsten, okay. That's what she said, könnte ich da schon fast sagen. Naja. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Ah, hier wieder ein Retro-Level. So, müssen wir hier lang oder nach oben? Ich denke, dass es falsch ist, oder? Ach du Heilige. Ich glaube, ich gehe nach oben. Hier ist ja, oh Mann. So, dann muss ich noch eine Sache ansprechen, und zwar hatte ich mal vor, wann war das denn? Vor 2 Wochen ungefähr, oder vor 3 Wochen, auf Twitter geschrieben, dass meine Nachbarn umgezogen wären, und dass ich, Moment mal, ich brauche den Helm, yeah, so, und das, okay, vielleicht hätte ich echt als, nee, komm, das ist langweilig, wenn ich da ans Ziel renne. Also, meine Nachbarn sind umgezogen, hatte ich geschrieben gehabt, und, ich hatte behauptet, dass... Ach du Schande. Nee. Also nochmal. Ich hatte geschrieben gehabt, dass meine Nachbarn umgezogen sind und dass sie den, dass sie die Möbel zwischengelagert haben, und zwar vor ihrer Haustür, und dass ich spaßeshalber den Sperrmüll anrufen würde oder beantragen würde. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Das war nur ein Scherz, weil einige Leute haben das wirklich geglaubt gehabt. Aber ich habe mir dabei so überlegt gehabt, was man eigentlich sonst so als Troll mal anstellen könnte, so telefonnachbarmäßig, die so ein bisschen veräppeln. Und kann man eigentlich, ist es eigentlich möglich, so einen Tatortreiniger zu bestellen? Geht das? Also einfach für die Nachbarn? Im Namen des Nachbarns sozusagen. Ich weiß es nicht. Wäre natürlich auch lustig, aber auch fies irgendwie, wenn da so ein Tatortreiniger. Oh, Feuerblume, Feuerblume. Renn! Oh, 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 ja. Yes! Ja, ist ein bisschen merkwürdig. Noch ein bisschen nach links, Mario, dann kannst du auch da durchgehen. Nur als kleiner Tipp noch. Jetzt duckt er sich. Wieso duckt er sich eigentlich immer zum Schluss? Naja. So, so viel dazu. Das wollte ich nämlich noch ansprechen. So, wir sind jetzt, haben wir jetzt schon 4 Level? Nee, das ist das 3. gewesen, ne? Ja, genau, jetzt kommt das 4. Die Peach schreit noch immer, aber man hört sie nicht. Entweder sind wir noch immer viel zu weit weg, oder sie hat einfach keine Stimme mehr, weil die eigentlich immer schreit. So, ich empfehle Ipalat. Das ist wirklich ein Wundermittel. So. Das hier sieht ein Buch. Da geht's rein.
Oh, oh. Bitte kein Troll. Bitte kein Troll. Oh. Sehr kreativ. Wow. Super Level-Design. Top. Genial. 10 von 10 Punkten. Richtig genial. Ich bin geflasht. Klasse. Super Leistung. Ich glaube, das ist echt einfach nur so ein Troll, ne? Was soll das denn hier? Also manchmal sieht das echt so aus, als würden die Leute einfach irgendwas in diesen Level-Editor reinschmeißen. Und bei manchen Strukturen sieht es echt so aus, als ob die einfach nur ihre komplette Handfläche auf das Pad legen und gucken, welche Blöcke gesetzt werden. Ganz ehrlich. So. Oh, wie fies. Jetzt kommt er gar nicht ins Haus. Oh. So, ich hoffe natürlich, dass eure Level dementsprechend ein bisschen besser sind. Wir werden die, wie gesagt, im dritten Part blind spielen. So. Speichern und beenden, dann schauen wir uns erstmal meine Level an. So, die werden auf jeden Fall glänzen. Die werden glänzen. So. Nee, falsch. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Up and Down Parcours Version 2. Die ID konnte man eben gerade sehen. So. Es ist eigentlich gar nicht mal so schwer, wie es aussieht. Man darf halt diesen Pilz nicht verlieren. Das heißt, man muss hier direkt am Anfang einen Spin Jump durchführen. So. Die erste Piranha können wir überspringen. Es gibt ein, zwei nervige Stellen, wie zum Beispiel hier die. Aber man kann ja, man hat ja Zeit, man kann sich Zeit lassen. So, zack. Und dann einfach hier diese Trampoline hoch. Und eigentlich braucht man diese Trampoline eigentlich nicht. Oder Trampolins oder wie auch immer. So. Außer das hier. Das letzte Trampolin ist auf jeden Fall notwendig, um hier hochzukommen. Und dann ist man auch schon hier oben. Hier das Ding nicht öffnen. Da ist ein Goomba drin. Auch wenn der, auch wenn ihr das Level trotzdem schaffen könnt, auch wenn ihr dieses Ding öffnet, ist es einfach nur nervig. Hier den Koopa-Panzer gekonnt hier reinziehen und hier ein Sprung, ein Trampolin, ein weiteres Trampolin sozusagen hervorrufen. Hier die Stelle ist ein bisschen nervig, weil hier muss man ein bisschen warten. Das habe ich aber nur gemacht, damit man auch wirklich diesen Koopa-Panzer durch dieses Loch schießen muss. Da steckt schon ein tieferer Sinn hinter. So, hier noch durch. Zack. Ich wollte das so schwer wie möglich hier machen, da mit dem Panzer durchzukommen. Aber es ist auch trotzdem, denke ich mal, möglich, da durchzuflutschen mit dem Panzer, aber es ist auf jeden Fall dann doch einfacher, einfach den Panzer hier durch das Loch zu schießen. So, einfach hier hochspringen, zack, zack, und hier sich bloß jetzt nicht auf den letzten Meter noch treffen lassen von irgendwelchen garstigen Viechern. So, solche Designelemente finde ich auch immer ganz nett, wenn man solche Blöcke in den Boden mit einbaut. So, das sei hier auch nochmal gezeigt. Hier vorsichtig sein, hier sind noch Invisible Coin Blocks. Es gibt hier auch noch eine Abkürzung, die ich eigentlich noch nie genommen habe. Was heißt Abkürzung? Reimweg. Einfach hier mal durchfallen lassen, dort bekommt man noch eine Ranke und ein Leben. So. Mal schauen. Einfach mal hochklettern. Ich habe hier oben sogar an den Block gedacht. Hier. So, aber trotzdem. Vielleicht hätte ich das mit einer Münze markieren sollen. Aber es ist eher für die Leute gedacht, die das nochmal spielen wollen oder nicht so weit gekommen sind. Denn hier sieht man, dass man da theoretisch noch runterspringen konnte. Und dann kann man das im nächsten Versuch theoretisch dann nochmal... Ja, kann man nochmal schauen, was da eigentlich hintersteckt. So, wir haben es fast geschafft. War hier irgendwas Fieses drin? Ne, hier war noch eine Münze drin. Und deswegen braucht man den Pilz für diesen Abschnitt hier, denn dort muss man sich sozusagen treffen lassen können, um ins Ziel zu hüpfen. Yay! So, 5 Punkte. Ja, das Level war eigentlich ganz okay. Heißt es jetzt eigentlich der oder das Level? Ich weiß es nicht. Ich meine, das hätte ich auch nachgeschlagen. Ich meine, das wäre ebenfalls wurscht. Ach, immer diese Artikel, ne? Dass die der Teufel holen. So. Genau, wir gehen direkt weiter zum Crazy Castle. Und da hatte ich mir auch was Besonderes überlegt gehabt. Ich sehe schon, der Part wird ein bisschen länger wahrscheinlich. Und zwar kann man hier verschiedene Wege gehen. Ich habe auch mit ein paar Designelementen wieder hier gearbeitet, mit diesen Ranken. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was geworden ist. Ich wollte eigentlich so ein Dschungelschloss-Tempel, wie auch immer, hier bauen. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man hier sterben. Genau, das wollte ich sagen. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Oder man kann hier unten lang gehen. Es ist relativ wumpe. So, ich gehe mal hier hin. Zack, bupp. So. Was hat er denn da eben gerade bei dem Koopa gemacht? Also das sah echt ungesund aus. So, also man kann hier auch theoretisch in die Röhre gehen. Man kann es aber auch lassen. Man kann einfach weitergehen. Wir schauen es uns einfach mal hier an. Denn hier bekommt man eine gratis Feuerblume. Aber man muss die auch natürlich bis zum Ende behalten. So, ich wollte auch nicht die extrem schweren Level machen. Alter Schwede, was ist denn hier los? Okay, der Tod war nicht gewollt. So. Moment. Moment. Obwohl das erste Level eigentlich viel schwieriger war, bin ich hier jetzt schon zweimal gestorben. Das war schlecht. So, springen wir einfach mal hier drauf. Hier kann man sich theoretisch eine Feuerblume, wie gesagt, abholen. Aber hier ist ein Sägeblatt, welches ein
komplett zerstören kann. Und zwar das Ding hier. Das war ziemlich schlecht dorthin gebaut, um ehrlich zu sein, hinplatziert, weil das hat ein sehr schlimmes, gefährliches Timing. Hier ist ein kleiner Geheimweg wieder. Ähnlich wie bei dem anderen Level kann man das eher rausfinden, wenn man das nochmal ein zweites Mal durchspielt. Denn man kann sich hier auch runterfallen lassen und dann hier diesen Weg nehmen. Und man bekommt dann ein extra Leben hier noch. Man kann sich hier die Ranke benutzen, um hochzuklettern. Und ihr habt schon eben gerade hier den Mancha gesehen. Moment, hier den. Der ist ebenfalls nicht ohne Grund da. Denn man kann von hier aus ja diesen Geheimweg sehen. Zumindest kann man sich vorstellen, dass man theoretisch hier unten auch noch einen Weg, dass man hier unten noch auch ebenfalls lang gelaufen kann. Und deswegen, damit man nicht hier einfach runterspringt und die Abkürzung an dieses Leben sich holen kann, habe ich da noch Mancha hingebaut. So, wir gehen mal hier durch die Röhre und es gibt auch einen Designfehler in diesem Level. Das kann ich euch auch gleich zeigen. Hier gibt es ebenfalls ein paar Möglichkeiten. Man kann hier theoretisch nach unten rennen. Man kann hier noch eine Münze absahnen sozusagen. Vor diesem muss man sich ein bisschen aufpassen, so. Okay, hier ist noch ein Trampolin. So, hier sind wie gesagt, hier unten diese Röhre führt eigentlich nirgendwo hin. See you. Ist egal, wir haben noch eine Möglichkeit, eine Feuerblume zu holen. Hier ist auch ganz nett hier das Ding, aber diese Röhre führt ebenfalls nirgendwo hin. Hier die, da habe ich noch ein paar Gegner eingesperrt. Ist eigentlich relativ gemein, sieht aber ganz nett aus. Mach ich natürlich, ja. So, dann haben wir hier, genau, hier ist noch eine gemeine Stelle. Hier kann man sich theoretisch noch eine Feuerblume holen, aber da habe ich leider einen kleinen Designfehler gemacht, das kann ich euch gleich demonstrieren. Also wenn man es schafft, kann man theoretisch hier noch weiter reisen und sozusagen zu einem weiteren Power-Up kommen. Oder wenn man es sicher haben möchte und sich nicht die Feuerblume holen möchte, kann man auch hier die Röhre benutzen und dementsprechend dann in den nächsten Raum gelangen. So, das Problem ist jetzt, dass ich die Röhre so definiert habe, dass man hier oben bei dem anderen Weg wieder rauskommt und ich Trottel habe vergessen, diese Röhre hätte ich eigentlich noch höher setzen müssen, weil man kann auch locker von dieser Seite in die Röhre rein, das heißt, man kann sich auch dieses Goodie sozusagen auch ganz einfach so holen. Ist natürlich ein bisschen blöd gemacht, aber naja, kann mal passieren. So, ist halt blöd, dass man die hochgeladenen Level nicht nochmal bearbeiten kann, dann muss man das löschen und dann wieder erneut hochladen. So, und hier von Plattform zu Plattform springen, wer hätte das gedacht bei einem Mario-Spiel? Mensch, Mensch, Mensch. So, hier noch ein Pilz. Hier theoretisch noch ein Leben hier oben. Zack. So, und rein in die Röhre. So. Dann kommen wir gleich schon zum Bosskampf. Hier oben kann man noch einiges entdecken. Hier sind einfach nur ein paar Münzen. Hier der Thwomp macht einen das Leben auf jeden Fall um einiges schwieriger. Hier haben wir noch ein Trampolin. Und der aufmerksame Zuschauer weiß, dass man hier oben ebenfalls hochhüpfen kann. Und hier kann man sich theoretisch noch ein Leben holen, wenn man es nicht komplett vergeigt. Vorsicht beim Runterspringen, man kann nämlich in dieses Loch hier unten reinfallen und dann ist man tot. So, ich springe mal hier unten rein und jetzt sehen wir auch schon, dass hier sich irgendwo ein feuerspeiendes Unwesen versteckt. So, kann man hier, ups. Na komm. So, da ist auch schon. Und einfach drüber springen oder drunter herflutschen, ist es eigentlich egal. Zack, und schon haben wir dieses Ding besiegt. Also ich finde das Level eigentlich noch ein Stückchen einfacher, weil wie gesagt, man kann auch das viel schneller durchspielen, indem man einfach den oberen Weg nimmt, einfach diese Röhre vernachlässigt und die Blume, Feuerblume dann zum Schluss dann noch über diesen kleinen Trick oder Designfehler einsammelt. Also das war eigentlich wie gesagt nicht geplant, deswegen macht der eine Weg da überhaupt keinen Sinn mehr, es sei denn, man möchte noch ein extra Leben absahen, aber das lohnt sich eigentlich auch nicht. So, kommen wir nun zum letzten, und zwar zu Dark Bay. So. Dark Bay. Ich hasse Wasserlevel, ich hasse Scrolling-Level, deswegen habe ich so eins gebaut. So. Tolle Logik, wir müssen den Schatz finden. Und das Level wurde von einem kleinen Hack ein bisschen abgekupfert. Ich wollte da versuchen, was nachzustellen. Die anderen Level sind wirklich 100% von mir. Das hier habe ich so ein bisschen versucht nachzubauen. Ist mir ja nur teilweise gelungen. Aber es ist ein ganz nettes Level. Hier gibt es einige schwierige Stellen, wie hier zum Beispiel. Aber ich glaube, es ist eigentlich machbar, um ehrlich zu sein. Also so schwierig ist das jetzt auch nicht. So, hier einfach mal durchschwimmen. So, also es ist jetzt nicht so ein nerviges Level, wo man wirklich an jeder Ecke irgendwie stirbt. So, also es ist wirklich... Okay, die Ecke, also da war gerade, hier ist auch das Mikrofon, das steht hier auch ein bisschen komisch hier vor meinem Bildschirm, deswegen konnte ich diese eine Stelle nicht mehr sehen. So. Das hier finde ich auch ganz lustig, dass diese Koopa Shell
über dieses Loch einfach drüber slidet. Das ist mir so noch nie aufgefallen. Man muss im Übrigen auch aufpassen, man darf nicht jeden Koopa hier kaputt hauen oder kaputt springen. Denn es kann sein, dass man durch diesen Sprung, den man dadurch ebenfalls erhält, man wird ja dann direkt abgestoßen von diesem Koopa, dass man dadurch in so einem Stachel landet. Da muss man echt tierisch aufpassen. Ich kann euch das aber gleich nochmal zeigen. So, hier schnell schwimmen, 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 schwimmen! So. Hier noch den Swamp, hier noch eine Münze einsammeln. Und bei dem Level kann ich wirklich am... Hier den Koopa nicht treffen, weil der stößt einen hier in diese Stachel. Bei dem Level kam ich echt an meine Grenzen, weil es gibt so ein gewisses Limit und ich konnte wirklich gar keine Blöcke mehr setzen. Deswegen musste ich hier und da ein paar Sachen rausnehmen. So hier mit dem Sägeblatt mitschwimmen. Ich glaube, wir warten trotzdem nochmal eine Runde ab. Ich hoffe, dass wir es noch hinbekommen. Sollte man eigentlich. Also ich habe das eigentlich getestet. So, und jetzt schwimmen, Junge, schwimmen. Hier die Ecke ist ein bisschen fieser, auch wenn sie nicht so fies aussieht, nur wegen dem kleinen Loch. Hier darf man nicht schwimmen. Hier muss man am besten durchgehen. Und ich sehe schon, das wird verdammt knapp jetzt gerade. Vor allen Dingen... Oh, 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 oh Gott, oh Gott, nein! So, hier sind wir auch schon wieder. Endlich. Jetzt ein bisschen mit ein bisschen mehr Zeit. So, hier einfach durchlaufen, nicht schwimmen. So, und dann hier runter. Und hier nicht von den Münzen ablenken lassen, einfach durchrennen. Und hier oben sieht man übrigens schon, dass ich viel zu wenige Blöcke hatte und dass ich da oben was rausnehmen musste. Deswegen habe ich das so ein bisschen designerisch aufgepäppelt. Hier auch rechts auch ganz schön, hier mit dieser Koralle oder mit den Algen, die da hängen. Hatte ich so ein bisschen versucht, so was Designerisches zu reißen. So, hier noch den Gumba besiegen und jetzt bloß nicht verrecken. So, und hier unten ist der Schatz. Und ich wollte den Schatz eigentlich noch viel größer gestalten, aber ich hatte wirklich gar keine Möglichkeit mehr Blöcke zu setzen. Und deswegen musste ich da Kanonen sozusagen hin platzieren, die Münzen und einen Stern zumindest hier durch die Gegend schießen. Und da kann man diesen so wenigstens noch einsammeln. Das ist sozusagen der Schatz, den man hier finden kann. Also ich wollte ihn eigentlich noch besser gestalten, aber naja. Man könnte auch theoretisch übers Ziel hochschwimmen, da ist ebenfalls noch eine große Lücke. Da wollte ich eigentlich als Easter Egg irgendwie noch was hin platzieren, aber... Wie gesagt, ich konnte nicht. Ich hatte keine Möglichkeit, meinen Block hinzusetzen. So, waren das jetzt schon eigentlich alle, die wir hier... Ja, das waren alle meine Level. Okay, alles klar. Sehr schön. So, dann kann es direkt weitergehen mit der nächsten Herausforderung. Und zwar drücke ich jetzt einfach mal auf Fortsetzen. So, und dann kann es eigentlich auch direkt weitergehen. So, ich bin gespannt. Level 5. Sehr schön. Wieso ist der Mario da so hochgesprungen? Hat er in seine Füße eingeschlafen? Hä, fun. Die Frage des Tages kommt noch, ne? Das habe ich noch, das muss ich noch sagen. So tick ich, ne? Die Frage des Tages. So. Pff, da wäre ich fast drauf gegangen. So, hier ist ein Pilz. Den holen wir uns mal. Was, wenn ich den hier einsammle? Okay, da werde ich direkt hier in diesem Modus umgewandelt. Okay. Ja, ich weiß nicht. Das sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Testlevel, oder? Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, das ist ja auch lustig. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ein Goomba, der mit... Okay, da ist das Ziel. ein Goomba mit Flügeln, der so eine Kanone trägt. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also mit Flügeln und Kanone obendrauf. Geil. Ja, Kaizo Mario kann man ja leider überhaupt nicht nachstellen. Ich hatte mal überlegt, so ein paar Elemente daraus zu nehmen, aber die ganzen Bugs oder Glitches, die man teilweise in dem Spiel anwenden kann, die sind ja, oder die Blöcke, die da vorhanden sind, die kann man ja leider überhaupt nicht einsetzen. Das finde ich ein bisschen, ja, vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. So, genau, Frage des Tages. Oh, 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 Stupid Auto 2. Okay. Klingt wie ein japanischer Name. So. Wow, in dem Level zu verkacken. Ach so, Auto. Denk, Koopa. So. Einfach nix drücken. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich in einem Drücke-Nix-Level verkackt habe. Mist. Und das habe ich auch noch aufgenommen. Oh, es ist ärgerlich. Die Frage des Tages lautet im Übrigen: Zu diesem Lied würde ich meinen Hochzeitstanz am ehesten tanzen? A. I Will Always Love You von Whitney Houston. Irgendeiner hat gemeint als Gag, Whitney Houston sei an Husten gestorben. Ich weiß aber nicht mehr, wer das gesagt hat. Den Witz fand ich eigentlich ziemlich lustig. All You Need Is Love von The Beatles. Guns in Weiß von Roy Black. Oder White Wedding von Billy Idol. Das ist natürlich eine Frage, die sich jeder irgendwann stellen muss. Ja, ich weiß nicht. Ich würde dann doch eher das Lied Baby Got Back bevorzugen. Kennt das einer? Ich glaube, das wäre eigentlich so das perfekte Lied zum Hochzeitstanz. Geld! Geld, 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 Pilze, 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 Pilze! Geld, 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 Geld! Schloss, Ziellinie.
Naja. So, auf zum letzten Level. Wie gesagt, ab dem nächsten Part dann eure Level. Ich hoffe, dass die deutlich besser sind. So. Es war wieder so schlau von mir, diese Test-Level zu zeigen und gleichzeitig meine Level. Dadurch wirken die echt phänomenal, obwohl sie wahrscheinlich relativ doof eigentlich sind. Naja, ist ja auch egal. So, ich bin auf das Schlosslevel gespannt, was ist hier unten. Europa erforscht die Welt. Oh cool, hier ist sogar tatsächlich was. So, da man den Wandsprung machen kann. Kann ich das Ding auch anziehen irgendwie? So nicht! Hä? Ging das nicht irgendwie? Ah! Ah! Aha! Oh, da ist schon eine Feuer, so ein Feuerball. Ich denke nicht, dass der Boss allzu weit entfernt ist. So! Bam, 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 bam. Ja, hier! Das gefällt mir auch nicht so sonderlich gut. Das hängt ja. Hier hängen einfach Blöcke in der Luft. Nee. Das muss doch irgendwie, zumindest irgendwie eine Halterung haben, oder nicht? Kommen wir irgendwie noch rein? Das soll wahrscheinlich so eine Art Schatzkammer sein oder sowas. Dann ist es wiederum lustig. So. Oh nein. Moment. Haha. Wie Mario da guckt. Habt ihr das gesehen? Sehr schön. Das ist doch mal ein Blick, der sagt, hey, schaut mich an, ich bin der Geilste, ich bin der Coolste. So. Oh oh von Edison. Alles klar. So. Also eure Level einfach in das Formular schmeißen, welches ich in die Beschreibung gepackt habe. Bitte nicht in die Kommentare posten. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nicht, dass ich damit ein Problem habe, sondern einfach nur, weil ich die dann komplett übersehen werde. Weil ich habe da wirklich, es haben mir schon sehr viele Leute Levels geschickt und ich habe die wirklich, das ist wirklich eine perfekte Übersicht in einer tollen Tabelle und da kann ich einfach die Sachen, sozusagen rauslesen. Ist wirklich ganz praktisch und vor allen Dingen wollte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr nicht alle Felder ausfüllen müsst. Ne? Da gibt es sowas, Text zum Level, Levelname, das müsst ihr alles nicht ausfüllen. Das sind alles optionale Sachen. Die sind auch nicht so wichtig. Hauptsache diese Level-ID und der Miiverse-Name und das war's. Und wir haben Dr. Mario bekommen. Yay! Und hier seht ihr mal schon, was ich hier alles freigeschaltet habe. Ich habe hier nämlich... Oh, ich kann hier gar nicht scrollen. Wie doof ist das denn? Schade. So, naja. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Video gefallen hat. Wenn ja, dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Part dann wiedersehen zu eurem Levels. Das war der Lukrupa, bis demnächst, bis dahin und ciao!